It's all original. It's all what? It's all original. It's all what? It's all original. It's all what? It's all original. Something you don't wanna miss. The best part, I got you on the list. All access pass on the wrist. The hands up, we gonna celebrate. First look, you do a double take. All day, every day, first place trophy case. It's about to change the game. Hi friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ich drehe das Video jetzt zum zweiten Mal neu, weil ich einfach so aufgeregt war. Ihr habt es richtig gesehen, es ist soweit. Ich habe meine erste eigene Lidschattenpalette in Zusammenarbeit mit Catrice Cosmetics für euch. Und ich kann nicht glauben, dass ich hier sitze. Auch beim zweiten Mal nicht. Fühlt es sich immer noch ganz komisch an. Und hier ist sie nach über einem Jahr wirklich harter, intensiver Arbeit. Ihr habt alles mitbekommen. Ist sie da? Meine Palette mit Catrice. Ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, glaube ich, gerade. Ich bin der nervöseste Mensch auf der ganzen Welt gerade. Nicht nur in dem Moment, wo ich dieses Video drehe, sondern auch in dem Moment, wo dieses Video online geht. Es war lange, lange ein Geheimnis und endlich darf ich es mit euch teilen. Viele von euch haben es vielleicht schon richtig erraten, weil ich immer euch mal so ein bisschen was angeteasert habe. Aber hier ist sie. Maxim Giacomo in Zusammenarbeit mit Catrice. Wir haben alles, was wir hatten, in diese Palette gegeben. Ich habe alles, was ich hatte, in diese Palette gegeben. Und ich glaube, ich habe die perfekte Palette für jeden von euch kreieren können. Mir war es wichtig, dass ich jeden mit dieser Palette ansprechen kann. Sei es die Farben, sei es die Pigmentierung, sei es der Preis. Und ich glaube, ihr wollt alle die Palette sehen und wir machen das Ganze jetzt auch direkt. Freunde, bevor ich es vergesse, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr glaubt nicht, wie dankbar ich bin an jeden einzelnen von euch, der mich, seitdem ich hier bin, unterstützt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitzen darf und euch eine Lidschattenpalette mit einer Marke wie Catrice vorstellen darf. Und heute ist der Tag. Und ich darf sie euch jetzt zeigen. Und das tun wir jetzt auch. Freunde, hier ist einmal mein Baby, meine Lidschattenpalette in Zusammenarbeit mit Catrice. Wir haben eine Pappverpackung mit einem wunderschönen, ja, Exoten-Pressing. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt. Ich blende es euch einmal ein. Und wenn wir die Palette aufmachen, haben wir 18 vegane Farben. Von wunderschönen, zarten, matten Tönen bis extrem cremigen Schimmertönen und sogar Topper Shades ist alles mit dabei. Und ihr glaubt nicht, wie happy ich bin. Und ich kann es nicht glauben, dass ich sie jetzt endlich in die Kamera halte. Weil wie oft habe ich hier gesessen mit Lidschatten? Wie oft habe ich mich gezeigt bei Instagram mit Lidschatten? Mit einem Look, den ich mal eben so geschminkt habe. Das war immer meine Palette. Und es ist soweit, ich darf sie euch endlich zeigen. Sie ist hier und sie ist ab sofort erhältlich. Die Palette ist ein Online-Exclusive-Produkt. Das heißt, ihr könnt sie nur online kaufen. Aber die Palette ist bei Catrice im Online-Shop, bei Cosmetic for Less, bei Flaconi, bei DM und bei Amazon erhältlich. Und zwar ab jetzt. Und das ist einmal mein Baby. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Chance habe, eine Lidschattenpalette zu machen, dann möchte ich, dass ich alle damit abholen kann. Jeden einzelnen von euch. Und ich habe typische Maxim Giacomo Farben drin. Ich habe krasse, cremige Schimmertöne mit drin. Ich habe wunderschöne Topper Shades und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach an. Ich habe das Ganze eben schon mal gedreht und ich weiß nicht, wie man das richtig macht. Wie kann ich euch die Farben erklären? Wie kann ich euch Farben swatchen, dass ihr seht, wie ich die Farben swatche? Das ist eine nagelneue Palette und wir fangen jetzt auch einfach an. Die erste Farbe, die ich mit euch swatchen möchte, ist die Farbe High Friends. Das ist die Farbe hier oben. Das ist ein wunderschöner, cremiger Ton in einer zarten, in einer sehr, sehr zarten Champagnerfarbe.
Ihr seht sofort, wie schön diese Farbe auf meiner Haut aussieht. Das ist die perfekte Farbe für Inner Corner, für ein Browbone Highlight oder was ich total gerne im Alltag mache. Nur diese Farbe auf mein Augenlid, Lashes drauf, Lippenstift, raus aus der Tür. Ein sehr, sehr schöner Schimmerton. Und der nächste Ton ist die Namen, Freunde. Ihr werdet umfallen, wenn ihr die Namen lest. Die nächste Farbe ist die Farbe Color Match. Und es ist die hellste Farbe in der Palette, weil, falls ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich meine Foundation-Farbe nie richtig habe. Sie ist meistens zu hell, weswegen diese Farbe auch Color Match heißen sollte. Das ist ein ganz klassischer, schöner Elfenbeinton, mit dem ihr euren Primer, euren Concealer setten könnt. Ihr könnt damit Highlights setzen. Ihr könnt damit alle Farben in der Palette auffällen, wenn sie euch zu dunkel sind, wenn ihr einen anderen Effekt haben wollt. Genauso wie die Farbe High Friends sind das Farben, die müssen in eine Palette rein, finde ich. Und deswegen habe ich euch die auch gleich oben mit reingegeben, damit ihr wisst, wie funktionieren die Farben am besten. Ihr seht es vielleicht schon in der Palette. Ich habe die Farben für euch so angeordnet, dass wirklich jeder damit Looks schminken kann, damit ihr euch nicht fragen müsst, oh Gott, was mache ich mit den Farben? Es ist ganz klar schon optisch zu erkennen, wie man Looks schminken kann. Und ihr wisst, ich liebe es, wenn ich Farben habe, die aus einer Farbfamilie kommen, damit ihr sie leicht verblenden könnt. Und lasst es euch gesagt sein, die matten Töne lassen sich so gut miteinander verblenden. Das ist unglaublich. Als nächstes möchte ich euch die Farbe Boyfriend für Danny swatchen. Das ist ein richtig klassischer Maxim Giacomo-Ton. Ein ganz zarter Rosenholzton, geht so ein bisschen in die Orange-Richtung und ich blende euch auch gleich nochmal alle Swatches nebeneinander ein, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Das ist total schwierig, 18 Farben auf einem Arm zu swatchen, deswegen zeige ich euch das immer so ein bisschen hin und her. Ich wollte, dass ihr bei bestimmten Farben die perfekte Pigmentierung bekommt, sodass ihr andere Farben damit sehr gut ausblenden könnt. Und Boyfriend ist so eine Farbe. Die hat gut Pigment, aber nicht so, dass ihr Angst habt, dass ihr diese Farbe nicht ausgeblendet kriegt. Genauso wie die Farbe Movement. Das ist wesentlich wärmer und das geht so ein bisschen in die, ja, schon in die Backsteinrichtung. Und wir haben hier einen richtig schönen Orangeton. Er sieht komplett anders auf der Haut auch aus. Also ich glaube, ihr könnt schon sehen. Und das sind so diese schönen Alltagsfarben, die ihr tragen könnt, wenn ihr ins Büro geht, wenn ihr einen Kaffee trinken geht oder mal eben zum Bäcker, aber trotzdem ein bisschen Lidschatten tragen wollt. Freunde, diese ganzen Namen in dieser Palette, die sind einfach über diese ganze Zeit, die wir hier schon zusammensitzen, entstanden. Und ich mache zwischendurch immer meine Finger so ein bisschen sauber. Die nächste Farbe ist mein absoluter Lieblingsname. Diese Farbe ist für euch, oder der Name ist für euch. Und das ist die Farbe Günstmaus. Das ist ein wunderschöner. Es ist, oh, ihr seht schon auf meinem Finger, das ist so ein richtig intensives Rosé-Gold. Also, das ist die fast die gleiche Farbe wie die Verpackung, wenn ihr euch das anschaut, nur mit ein bisschen mehr Goldanteil. Die Basis der Farbe hat einen Rosé-Stich, aber der Schimmer, und der ist wirklich extrem, also es ist extrem viel Schimmer mit drin, ist sehr, sehr gülden, sehr, sehr gold und perfekt für aufs Lid als Topperfarbe. Das ist kein Metallic-Ton, der euch abbröckelt auf dem Auge, sondern der ist sehr, sehr weich und mit eurer Körperwärme verschmilzt er dann so schön. Und ich liebe diese Farbe für eigentlich für jeden Anlass. Die nächste Farbe ist die Farbe Sunkissed. Und ihr wisst so, ich sage ja oft, ich sehe so ein bisschen aus wie Sonnenbrand. Und das ist die Farbe Sunkissed. Und mit dieser Farbe habt ihr auch gleichzeitig einen perfekten Blushton. Die ist ganz zart, auch wieder so für diese monochromen Looks, für ich möchte einen soften, ausgeblendeten Look haben. Mit Sunkissed könnt ihr perfekt die Farbe Boyfriend ausblenden. Mit Boyfriend könnt ihr perfekt die Farbe Story Openings ausblenden, die ich euch als nächstes swatche. Ich gehe hier rein und diese Farbe hat wirklich Bums. Also das ist, oh, ich muss ganz vorsichtig sein, ein sehr intensives, dunkles Backsteinrot. Und ich glaube, ihr könnt schon das Maxim Giacomo Farbschema so ein bisschen erkennen. Sehr intensiv, sehr Warmton, aber trotzdem spannend. Ich wollte keine Standard-Warmton-Farben haben, dieses Braun, dieses Rosa, sondern ich wollte eine Mischung draus haben. Und wir haben wirklich da stundenlang, tagelang gesessen, um diese Farben zu mischen, dass wir die
perfekten Maxim Giacomo Farben kriegen, mit der ihr wirklich alle Looks dieser Welt für den Alltag schminken könnt. Ihr seht schon so, dieser Bereich hier ist der Alltagsbereich, den ihr jeden Tag benutzen könnt. Ich wollte eine Palette machen, die ihr für immer benutzen könnt. Und ich glaube, das haben wir mit dieser Palette geschafft. Die nächste Farbe, die ich euch swatchen möchte, ist die Farbe Coins. Und oh, wenn ihr sie anfassen könntet jetzt schon, das ist die cremigste Formulierung, die ich überhaupt an meinem Finger hatte. So viel Cremigkeit. Ich könnte hier noch weitergehen und hier nochmal hoch. Das ist einfach extreme Creaminess in einer Farbe. Die perfekte Farbe, um den Übergang eurer Crease so ein bisschen zu überblenden. Eine sehr schöne klassische Bronzefarbe. Geht auch so ein bisschen in die Farbe der Verpackung hier. Und ich habe probiert das alles. Ich wollte euch eine Fantasy kreieren für jeden Tag. Und das ist die Maxim Giacomo 2019-2020 Fantasy. Ich packe hier noch zwei Farben mit dazu, die farblich dazu auch gut passen. Und die eine Bedeutung für die gesamte Palette haben. Und das sind die Farben Subtle und Bossy. Diese Farben hier oben. Ich wollte, dass ihr auch ein Smoky Eye haben könnt. Aber das sind auch Farben, mit denen ihr alle anderen Farben, die ich euch eben auch schon gezeigt habe, sehr, sehr gut ein bisschen abkühlen könnt. Falls euch das zu warm ist, könnt ihr das mit den Farben abkühlen. Subtle ist sehr subtil. Also das ist das Ziel der Farbe gewesen. Perfekt zum Konturieren. So eine kühle Farbe, ganz zart, mit der ihr die Farben wieder mischen könnt. Ich wollte, dass ihr euer eigener Künstler sein könnt und wenn ihr sagt, okay, Movement ist mir ein bisschen zu warm heute, nehmt ihr ein bisschen Subtle mit rein. Ein bisschen subtiler Grauton und ihr könnt ihn perfekt mischen. Das ist die perfekte Farbe zum Konturieren, wenn ihr ganz, seid vorsichtig, es ist zu viel Pigment drin, um wirklich ganz einfach mal so, she's intense. Genauso wie die Farbe Bossy und das ist so diese richtig klassische dunkel-graubraune Farbe, mit der ihr ein Smoky Eye schminken könnt. Aber nicht zu grau. Ich wollte, dass es immer noch lebendig aussieht. Und ihr seht, diese Farben auch zusammen. Perfekter Look. Ich liebe es, in Looks zu denken. Und ich habe stundenlang, und ihr werdet am Mittwoch ein Video sehen, wo ich euch auf der kompletten Reise seit der Entstehung der Palette mitnehme. Und da werdet ihr sehen, was ich mir dabei gedacht habe. Falls ihr mehr Looks sehen wollt und ich es nachher nicht vergesse, morgen geht auf dem Catrice-Kanal auch ein Video online, wo ich euch drei verschiedene Looks mit der Palette zeige. Also das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr schon mal so ein bisschen Inspiration haben wollt. Ich nehme die Farben jetzt einmal weg. Sie sind extrem schön, extrem alltagstauglich. Und ihr seht schon, manche Farben, da wo es wichtig war, da sollte Bums hinter. Ich wollte, dass ihr sie anfasst und denkt so, wow, Creaminess am Start. Selbstverständlich ist die Palette vegan und cruelty-free. Das ist gar kein Thema, das ist so selbstverständlich für mich gewesen. Und wir haben es auch wirklich geschafft, alle Farben vegan hinzukriegen. Wer sich so ein bisschen mit Formulierungen auskennt, weiß, dass es ganz, ganz schwierig ist, bestimmte Töne auch in vegan hinzukriegen. Wir haben es geschafft. Und jetzt geht es weiter mit den wirklich intensiven Farben aus der Palette. Das sind diese hier, und zwar die Farbe Slay. Das ist ein richtig intensives Augenentzündung, sage ich dazu immer. Ihr seht schon, das ist ein ganz zarter, aber trotzdem intensiv leuchtender, ja, Neonton fast schon. Und mein Finger ist immer noch voll. Ich kann jetzt immer noch weitermachen und die Farbe ausblenden. Und ihr seht, ihr könnt die Farbe ausblenden. Es ist nicht so, dass ihr mit den Farben arbeitet und denkt, Hilfe, wie kriege ich das hin? Was kann ich damit machen? Ich wollte, dass jeder von euch es ganz einfach hat, Looks damit hinzukriegen. Und die Farben, wo viele Leute Angst vor haben, und das ist die Farbe Slay, weil sie leuchtet, sie springt euch einfach an, ist extra so, dass ihr damit arbeiten könnt, falls ihr noch nicht so viel Erfahrung habt mit Make-up. Die nächste Farbe ist die Farbe Mare. Das ist ein sehr, sehr heller Blau. Ja, geht schon so ein bisschen in die Türkis-Richtung. Und diese Farbe, Freunde, es war ein Krampf, diesen Ton hinzukriegen, dass er so deckend ist. Nicht so pastellig, sondern ich wollte einen deckenden Ton. Ihr seht, meine Finger sind immer noch voll. Sehr zartes Blau, aber trotzdem mit Pep dahinter. Und passend dazu haben wir die Farbe Livestream gemacht. Das ist ein dunkles Blau, die passend dazu auch vom Unterton des Blaus. Diese Farben sprechen so direkt Sommer und beides zusammen wunderschön. Wenn euch das Blau zu hell ist, könnt ihr immer mit der Farbe Bossy oder Shady alles nochmal so ein bisschen abdunkeln. Freunde,
ich war so aufgeregt, dass ich eine Farbe vergessen habe. Deswegen kleiner Zwischenschnitt, ein paar Stunden später, ich habe eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfarben vergessen, und zwar Poco di Acqua. Das ist dieses wunderschöne blaue Schimmer. Und das ist kein Metallic-Ton, sondern das ist ein butterweicher Schimmerton. Und vielleicht könnt ihr es in dem Licht erkennen. Der hat ganz zarten Schimmer mit drin und lässt sich dadurch perfekt mit Limone, der nächsten Farbe, die ich euch gleich zeige, verblenden. Also ein sehr, sehr schöner, zarter Schimmerton, der auch perfekt als Inner Corner Highlight für so ein Pop-of-Color ist. Genauso wie die Farbe Limone, das ist das... Oh. Meine, fast auch mit meiner Lieblingsfarbe. Ich habe das Gefühl, ich sage bei jeder Farbe, es ist meine Lieblingsfarbe, aber ich liebe sie. Limone ist dieses intensive Grün hier. Das ist pures Neongrün, Schimmermetallic. Und ihr seht es. Es leuchtet. Es ist ausschließlich neongrüner Schimmer. Und als ich die Palette entwickelt habe, hatte ich genau diesen Look hier. In meinem Kopf, ich wollte so einen grünen Ombre-Look haben. Dieses extrem sommerliche, boom, blau, grün, intensives Rot. Und das sind so die perfekten Sommerfarben oder für Leute, die wirklich gerne mit Farbe arbeiten. Ich habe noch drei Farben und eine davon ist Sassy. Das ist ein Duochrome Topper Shade. Ihr seht es hier, auf meinem Finger denkt ihr so, ach Mensch, ja, blau, braun, und wenn ihr ihn geswatcht habt und je nachdem wie das Licht reinfällt, habt ihr verschiedene Farben drin. Wir haben blau, wir haben grün, die Basis der Farbe ist aber so ein ganz, ganz dunkles Braun, also ähnlich so wie Bossy. Das heißt, ihr könnt diese Farbe perfekt über schwarz, über Bossy, eigentlich über alle dunklen Farben geben, ohne dass es zu hell wird. Weil meistens ist es so bei Topperfarben, dass es das Ganze aufhält, nicht bei Sassy, denn ihr habt eine dunkle Base und intensiven Schimmer on top mit drin. Und die Farbe Love It ist diese hier. Und das ist ein wirklich ausschließlicher Topper-Top. Der hat keine untere Base, sondern er ist wirklich nur so ein lila Schimmer. Perfekt für einen Inner Corner, für einen Underbrow Highlight. So ein richtig schöner Topper-Ton. Den könnt ihr auf alle Farben mit draufsetzen, weil er so versatil ist. Er hat so ein bisschen Rot drin, ein bisschen Orange, ein bisschen Blau, je nachdem, wie das Licht hier mit einfällt. Also wirklich so Multichrome-Farben. Und zum Abschluss muss in jede Palette rein ein Schwarz, finde ich. Das ist die Farbe hier unten. Das ist nämlich Shady. Und ihr seht, das ist wirklich schön. Das ist kein Schwarz, wo ihr denkt, oh Gott, Schwarz. Das ist ein Schwarz, was ihr benutzen könnt, um etwas zu verdunkeln. Ihr könnt das komplett aufbauen. Dann ist es ein tiefes Nachtschwarz. Wenn ihr nur ganz zart mit dem Pinsel reingeht, könnt ihr auch damit die Farbe Bossy verdunkeln. Ihr habt diese Smoky-Palette mit drin. Ihr könnt damit wirklich auch die Farbe, ich muss es euch zeigen, ich nehme jetzt hier nochmal meinen Finger mit der Farbe Love It. Wenn ihr hier rüber geht, habt ihr so einen richtig krassen Effekt und dann seht ihr dieses Lila. Also ihr habt eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit dieser Palette zu arbeiten. Ihr könnt die Farben perfekt miteinander mischen. Ich wollte, dass jeder die Farben kreieren kann mit den Farben, die ich euch gebe, damit ihr die Looks schminken könnt, die ihr haben wollt. Ich bin so glücklich, dass wir diese Farben umsetzen konnten. Das ist abseits von Standardpalette. Das ist abseits von langweilig, sondern ein sehr spannendes Konzept für Leute, die sich was trauen, aber auch für Leute, die keine Angst haben müssen, Lidschatten zu benutzen, weil wir die Formulierungen so gemacht haben, dass von Anfänger bis Profi jeder was damit machen kann. Und ich bin so glücklich, dass wir das hingekriegt haben. Wir haben wirklich lange daran gesessen. Am Mittwoch seht ihr den ganzen Prozess dieser Palette. Und ja, Freunde, das waren einmal die Swatches. Ich zeige euch hier einfach auch nochmal beide im Vergleich zusammen, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Sehr, sehr vielseitige Farben und perfekt auch zum Mischen. Ihr habt es gesehen. Ich glaube, ich habe es schon tausendmal gesagt. Es ist sehr, sehr spannend. Freunde,
Ich bin gespannt, was ihr zu der Palette sagt. Die Palette ist ab sofort erhältlich. Die Links stehen unten in der Infobox. Alle Informationen stehen unten in der Infobox. Ein dickes Danke geht an das gesamte Catrice-Team raus, die mich wirklich jetzt hier ein Jahr lang aushalten mussten. Wir haben es geschafft. Wir haben wirklich meinen ganzen Stolz. Alles, was ich jemals wollte, in dieser Palette drin. Genau die Farben. Und ich bin der glücklichste Mensch und ich freue mich, eure ganzen Looks zu sehen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Links stehen unten in der Infobox. Ich hoffe, dass jeder von euch eine kriegt, solange sie noch da ist. Und ich danke euch und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Dankeschön.